Patrick Teutsch, der bald seinen Wettkampf hat. Und in diesem Video trainiert er wie die besten Bodybuilder der Welt. Ich bin gespannt, wie die besten Bodybuilder der Welt trainieren. Let's go. Ja, hallo meine nach der absoluten Masse hier, meine Freunde. Wir haben Hallo. diese Wettkampfsaison ja großes vor und dementsprechend dachten wir uns, trainieren wir auch Verkauf mal bitte so einen E30. Ich will auch einen haben. Aber sechs Zylinder. Mal wie die Besten der Szene, schauen einfach an die Trainingseinheiten ein und gucken, lassen uns inspirieren und schauen, ob wir unseren Senf noch ein bisschen dazugeben können. Jawohl. An der Stelle muss man sagen, wir lösen am Ende auf, um wen es sich in diesem Video handelt. Wenn er schon vor so einem fetten Ventilator steht, könnte es Sebum sein, weil Sebum hat so ein Ding in seinem Home Gym stehen. Würde ich jetzt so spekulieren. Aber man könnte meinen, wir haben den einen oder anderen Hinweis hier schon mit implementiert. Wer es Alles klar. vorher errät, kann es gerne in die Kommentare schreiben. So, erste Übung, feinsäuberlich natürlich notiert. Zwei Sätze Flachbankdrücken mit der Kurzhantel. 7 bis 10 Wiederholungen, also relativ schwer. Was für mich jetzt auch ein bisschen schwierig ist, weil ich die Übung einfach Ewigkeiten schon nicht mehr gemacht habe. Boah, ich habe die auch lange nicht mehr gemacht, die Übung. Mit der Allgemein Kurzhantel drücken, seit meiner Schulter-OP irgendwie rausgenommen. Weil ich da, also es tut nicht weh, aber ich bin so instabil bei so Druckgeschichten mit Kurzhanteln. Kurzhantel arbeite ich ehrlich gesagt lieber mit einem kleinen Winkel mit drin, fühle ich mich immer ein bisschen besser auf der Bank. Hier stabilitätstechnisch eine kleine Herausforderung. Ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Wochen würde ich, wenn ich das jetzt fest integriere, ja, weil man sich auch erstmal wieder technisch, stabilitätstechnisch anpassen muss, direkt zwei, drei Wiederholungen mehr machen. Dementsprechend jetzt schon ein bisschen mit den 50ern gestruggelt, aber geht auf jeden Fall gut rein. Und man muss ganz klar sagen, ja, die Kurzhantel hat natürlich auch einen starken Stretch in der gedehnten Position. Also gegen die Übungsauswahl, zumindest zu Beginn, kann man erstmal nichts sagen. So, zweite Übung ist auf jeden Fall eine Decline-Variante an der Maschine. Selbst auch Ewigkeiten schon nicht mehr drin gehabt. Hier von Hammer, eigentlich in einem neuen Hammer. Neutralangriff. Wir haben nur die. Die habe ich im Studio auch. Ich feiere die Maschine extremst. Da gibt es immer so einen brutalen Pump. Hier von Hammer, also arbeiten hier entsprechend proniert. Früher echt gerne gemacht, aber irgendwie so ein bisschen aus dem Trend gekommen. 8 bis 12 Wiederholungen, in meinen Augen. Patrick ist nett, ja. Hatte gehofft, du wärst bei Seven vs. Wild auch dabei. Ey, ich schwör's dir, wenn die mich anfragen würden, ich würde sofort ja sagen. Ich hätte voll Bock auf so einen Scheiß. Ich hätte richtig Bock drauf. Mal durchaus sinnig, so ein bisschen die Wiederholungsbereiche auszuweiten und nicht alles komplett schwer. Aber dafür bin ich, glaube ich, noch zu unbekannt, um da mitmachen zu dürfen. Jetzt zum Trainieren. Deswegen schickt mal den Stream an eure Onkels und Cousins, damit die hier reinkommen. Plus dann eben jetzt weg von den freien Varianten zu gehen. Schauen wir mal, ob das im Zeitverlauf so bleibt, weil mir persönlich reicht es immer auch, eine freie Variante am Anfang mit drinne zu haben. Aber dann ist auch genug und dann möchte ich mich auch mehr und mehr eben ausschließlich auf das pure Drücken, auf die Brustmuskulatur konzentrieren. Und da kann es immer so ein bisschen störend sein, wenn alles komplett frei ist. Da ist er, der Echsenmensch. Ey, diese Echsenmensch-Geschichte mit Patrick, was wir damals gemacht haben, das ist einfach schon 2 Jahre her. Das war im Sommer 22, krass, ne? Unglaublich, wie die Zeit rennt, Mann. Wir sind schon seit 3 Jahren am Stream auf Twitch. Ich kann es nicht glauben, Junge. Und meine Freunde, dritte Übung. 2,5 Jahre, Entschuldigung. In klein, 2 Sätze wieder hier. 8 bis 10 Wiederholungen mit einer 20-sekündigen Haltephase im Nachgang. Bewusst erstmal trainiert, um euch möglichst ungefedert direkt im Nachgang meine Meinung dazu darzubieten. Und ich muss ganz klar sagen, wenn man Gewicht von 8 bis 10 Wiederholungen wählt, ist es sehr schwierig, hier 20 Sekunden am Ende noch in der gedehnten Position, wenn man wirklich vorher hart reingeht, rauszuholen. Ja? Im Puls die Diskussion auch schon. Aber das gibt richtig Druck auf die Brust, Alter, ohne Witz.
Das Video sollte sich mal Kai angucken. Das ist gut für ihn. Zwischen den Sätzen geht dann sehr auch in die Schulter mit rein. Und wie gesagt, die Dauer ist ein bisschen schwieriger. Da würde ich eher präferieren, so wie ich es generell auch empfehle, vielleicht hier ein paar partielle Wiederholungen eher mit rein. Vorteile von der Zughilfe ist, dass du wahrscheinlich mehr Gewicht benutzen kannst, weil du höhere Griffkraft dadurch hast. Nachteil ist, wenn du sowieso schon eine schwache Griffkraft hast, so beispielsweise wie ich, dann wirst du die auch niemals verstärken. Deswegen trainiere ich meistens immer ohne Zughilfen, weil ich sowieso schon eine schwache Griffkraft habe und ich der Meinung bin, also ich rede jetzt nur von mir, ja, dass das Gewicht, was ich wähle, völlig ausreichend ist, um Fleisch drauf zu packen oder beispielsweise in der Prep die Muskeln zu meißeln, wie man immer sagt. Ja. Ich bin kein Fan beim Rückentraining von schweren Gewichten, sondern wirklich, jetzt auch nicht Bipi-Gewichte, sondern so ein Gewicht, was ich wirklich bewegen kann, was ich kontrollieren kann. Und ich denke mir immer, was bringt mir eine Zughilfe, wenn ich das Gewicht dann irgendwie von A nach B ziehe, aber das nicht im Rücken ankommt. Deswegen trainiere ich immer ohne Zughilfen. Ich weiß, manche machen mit. Nee, Klimmzüge mache ich nicht, mein Lieber. Mache ich gar nicht. Einzunehmen, gucken, dass... Also ich schaffe welche, aber ich habe keine im Training drin. Dass der gedehnte Bereich hier nochmal vollkommen ausgeschöpft wird, stimulustechnisch gewiss irgendwo in einem ähnlichen Bereich. Also ich finde es auf jeden Fall besser, das in der gedehnten Position nochmal zu halten, als jetzt in der kontrahierten Position. Davon würde ich eher abraten. So ist nicht, aber eben ein bisschen unangenehm auf Dauer und die 20 Sekunden im Bein setzen, nicht ansatzweise gehalten. Also erstmal 15 Sekunden, das zweite Mal, was waren es jetzt? Vielleicht 10 oder so. Und wie gesagt, ein bisschen, zumindest bei mir persönlich, Schulterbein. Ja, Sibam, ganz klar, das haben wir doch letztens auch die Übung bei ihm gesehen. Aber das hat er ein bisschen schräger gemacht. Nicht ganz so schräg, Entschuldigung. Habe ich übrigens nachtrainiert, die Übung finde ich übertrieben geil. Also jetzt haben wir Super High Incline Fly, der Protagonist des eigentlichen Trainingsplans. Ja. Keine Griffe verwendet, die sind bei uns fixiert, also müssen wir sie verwenden in einem pronierten Griff. Ein Satz bis 12 Wiederholungen, der zweite Satz, gen 10 Wiederholungen, gepaart mit 2 Dropsätzen im Nachgang, roundabout 8 Wiederholungen im Nachgang. Also wir sehen schon, so dieses Zweier-Set-Format zieht sich durch mit einem gewissen Part an, ja, Intensitätstechniken. Wir hatten vorher die Halteposition in der gedehnten und jetzt eben die Dropsätze. Ist eine Geschichte, geht auf jeden Fall gut rein. Gucken wir mal, wie matschig wir am Ende sind. Arme finde ich bei Patrick immer so brachial, Alter. So einen richtigen plastischen 3D-Look, wenn er in Prep ist. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in meiner Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Original Toffi, danke fürs Abo. So, das schlaue Buch erzählt uns, dass wir jetzt über Kopf drücken, ja, mit dem Seil am Turm haben, in der bilateralen Ausführung. Vermutlich 2 Sätze, ja. Ab hier wurde das Video, der Trainingsplan, etwas wischiwaschi beschrieben. Ja, ich weiß, habe ich gesehen, ich sag da nichts zu. Aber anhand der Trainingssequenzen müssten es auf jeden Fall wieder 2 Sätze gewesen sein und das wäre dann entsprechend auch mit dem bisherigen Trainingsansatz zumindest konsistent. Ich habe gestern auf ein Video reagiert von Urs.
Das ist übrigens jetzt gerade online auf meinem Hauptkanal, da macht er auch die Übung. Und ich muss euch ehrlich sagen, Patrick Teutsch hat bessere Arme als Urs. Ich schwör's euch. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Es sieht besser aus bei Patrick. Was ja auch nicht schlimm ist, ne? Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Aber nur mal so in Relation. Patrick ist netti. Urs ist voll geknallt bis oben hin und Olympiateilnehmer. Ja, hängt noch ein bisschen was dran beim Überkopfdrücken. Würde ich es übrigens so einstellen, dass ihr im unteren Punkt ja, eine schöne Last bereits mit drin habt. Hier ist immer so ein bisschen die Frage, okay, führe ich es unilateral aus, führe ich es bilateral aus. Wenn ihr einen guten Stretch reinbekommt in der Bilateral. Ich mache die unilateral, knallt bei mir besser. In Ausführungen ist es natürlich eine sehr schöne, zeitsparende Variante. Unilateral, dann immer ein bisschen Zeitfresser. Kommt der eine oder andere aber ein bisschen besser rein, weil er sich nur auf den einen Arm konzentrieren muss und sich ein bisschen individueller ausrichten kann. Also davon würde ich es ein bisschen abhängig machen. Ja, da kann ich dir nicht von singen. Ich auch, sehr unbeweglich. So, wir haben jetzt tatsächlich noch eine Übung für die Brust und zwar Dumbbell Flies auf der Flachbank. Nicht so ganz. Nach Trizeps kommt nochmal Brust. Klar gewesen, wie viele Wiederholungen. Wir haben jetzt relativ leicht hier angepeilt, insbesondere respektive der Tatsache, dass wir vorher schon. Das kam bei mir, diese Unbeweglichkeit mit der Zeit, ja. Ich bin aber auch ein schlechtes Volk, was das angeht. Ich mache gar keine Mobility, Alter. Ich mache einmal die Woche Physiotherapie und das war's. Ich weiß, es ist nicht gut, aber. Ich bin da einfach zu faul für, Mann. Ordentlich Übungen geknallt haben, dementsprechend mehr aus Feeling jetzt gehend. Klar ist aber, dass teilweise Haltepositionen in der gedehnten mit integriert werden, plus eben am Ende partielle Wiederholungen in der gedehnten Position, von denen ich ja bekanntlich auf jeden Fall ein großer Fan bin, zum Ende des Satzes, wenn es gehen muss. Nochmal alles rausholen. Muskelversagen geht, ja. Macht hier auch mehr Sinn im Vergleich zu beispielsweise der ersten Übung, wenn man relativ schwer Flachbankdrücken macht, wo ja das Verletzungsrisiko ein ganz, ganz anderes ist. Zwei Sätze hier nochmal und dann sind wir auch tatsächlich mit dem Brusttraining durch. Aber dann haben wir auch 8 Sätze plus einige Intensitätstechniken weggeholzt und muss schon sagen, Brust ist schon gut lidiert mittlerweile. So, der letzte Part schreit nach Exotik, ja, steht hier drinne. Super Satz. Und zwar haben wir Trizeps drücken mit Kurzhanteln bilateral in der Decline-Variante. Und dann gehen wir über an den Turm und machen quasi Trizeps drücken mit der geraden Stange. Muss natürlich, das ist immer die Limitation, studiotechnisch überhaupt umsetzbar sein. Ja, es wird natürlich nicht für jeden umsetzbar sein im Studio, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, hier ist leer genug, dementsprechend, meine Freunde, wir gehen jetzt rein. Schon speziell hier. Und darauf hätte ich überhaupt gar keinen Bock auf die Übung, sag ich euch, wie es ist. Erst reinzukommen. Das wäre nicht meins. Das ist mir zu viele Experimente hier. So, Trainingseinheit ist durch. Schauen wir doch mal an. Oh, es gibt einen Formcheck. Boah, Brust ist schon richtig prall und gestreift bei Paddy. Geil. Das sieht wild aus, das sieht wirklich wild aus, Mann. Nice. Einer solchen Einheit aussieht. Da nochmal den Ork rausgeholt. Schön. Wir kommen auf jeden Fall langsam in Form. An der Stelle muss man natürlich sagen, gerade jetzt das Supersatzformat am Ende, weiß nicht, ob die kugelrunde Schultern, pralle Titten, Alter, Wahnsinn bei ihm. Das Trizepsdrücken in der Decline-Variante unbedingt sein muss. Ja? Ob man das Ganze nicht beispielsweise dann auch an einem Turm äquivalent eher umgesetzt bekommt und dadurch weniger äquivalent in Beschlag nimmt und nicht so ein krüppeliges Setup hat. Ja? Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt, um da reinzusteigen. Diese Trainingseinheit ist
und niemanden geringeren als Chris Bumstead. Jawohl, wir haben es richtig direkt am Anfang des Videos erraten. Der ein oder andere aufmerksame Follower von ihm wird das wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ja, oder erraten haben. Wir haben auf das Video reagiert. Und das ist, glaube ich, seine Trainingseinheit vom 9. Juli gewesen. Chesticle Workout. Könnt ihr mal eure Meinung zu der Trainingseinheit mit reinholzen? Ich fand sie an sich ganz gut, aus vielen verschiedenen Winkeln trainiert. Also die Übung habe ich vorletzte Woche nachgemacht beim Brusttraining. Übertrieben geil, ohne Witz. Eine oder andere Anmerkung, ja, mit partiellen Wiederholungen etc. Klimbims. Aber kann man auf jeden Fall machen. Einige Setups würde ich ein bisschen anders wählen. Volumentechnisch natürlich besonders stabil. Ja, wir haben jetzt 10 Sätze für die Brust. Bloß halt Intensitätstechniken ist schon ein Ticken mehr, als ich normalerweise machen würde. Muss ich gucken, ob ich da jetzt regenerationstechnisch mit klarkomme. Wenn euch solche Art der Videos gefällt, ne? Wenn ich Trainingseinheiten wie beispielsweise von der Legende Sebum und anderen Bodybuildern, ja, nachmache und meinen Senf dazugebe, gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, nächstes Video bitte Beintraining von Heiko Kalbach aus 2001. Schreiben, das wäre doch mal was, oder? Daumen nach oben da lassen und denkt natürlich immer daran, dass das gesamte Unterfangen hier damit unterstützt, dass ihr natürlich im Berserk-Shop, in meinem Merch-Shop, wo es jetzt die neuen Battle Scarred Designs gibt, T-Shirts, Hoodies etc. und dann zusätzlich natürlich mit einer Bestellung im Evo-Shop mit Code Patrick. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dafür solltet ihr natürlich abonnieren. Rakete Perry Teutsch. Ja, wer weiß, vielleicht macht er im nächsten Video das legendäre Training von Heiko Kalbach nach. Das wäre doch mal lustig. Aber stabil, nicht mehr lange. Bald ist er dann, denke ich mal, auch auf der Bühne. Wie viele Wochen hat er noch? Ich weiß gar nicht, wann ist nochmal sein Wettkampf? Wie viele Days, Weeks out? Da war doch was, Freunde. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei OAce gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder OAce. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer dreimal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.